Einen wunderschönen guten Abend hier in Lohne auf der Freilichtbühne. Freut mich, dass heute so viele da sind. Das Haus ist ja fast ausverkauft. Und wie man hier sehen kann, der Riesenapparat, der steht schon. Ich freue mich jedes Mal, wenn das Ding auffährt. So ein Ding möchte ich nämlich auch mal bei mir zu Hause im Garten haben und dann die WM gucken. Wer wäre dabei? Ja, ist klar. Ne? Wer hat überhaupt kein Interesse an WM? Alle. Ja. Okay. Nochmals herzlich willkommen zum Finale. Heute wird der beste Film ja schon prämiert. Vor dem vierten Film, vor dem Film Willkommen bei den Hartmanns. Die Jury hat diesen Film heute schon sehen dürfen. Wir haben ja am Donnerstag mein Blind Date mit dem Leben gesehen, am Freitag Begabt und gestern Die Schöne und das Biest. Trotz Regen und Kälte war es doch gut besucht, hat mich sehr gefreut. Und wie gesagt, heute Willkommen bei den Hartmanns. Und wir haben auch eine Jury und die möchte ich jetzt vorstellen. Hier ist sie nicht. Birgit Winkel ist ja gar nicht da heute, aus persönlichen Gründen. Aber hier ist noch Jochen Steinkamp und Thorsten Olverding. Ein Riesenapplaus für die beiden. Welcher wird's für dich? Ganz schwierige Kiste, glaube ich. Man kriegt aus den beiden nichts raus. Aber Jochen, wir haben doch gestern schon 3 bis 7 Bier zusammen getrunken und da hast du schon ein bisschen rumgelallt und mir erzählt, so ein bisschen. Sag mir das heute nochmal. Wir haben aber auch gerade gesprochen und dann sagtest du, na, lass es mal nicht raus mit den Favoriten. Von daher schweige ich jetzt auch weiter wie ein Grab. Habt ihr denn einen Favoriten bei dem Film, wo ihr sagen könnt, Mensch, der war ganz gut, der könnte es werden? Auf jeden Fall ist es für mich Begabt, die Gleichung des Lebens. Ich fand die 7-jährige Mackenna Gregory, heißt sie, glaube ich, die da die begabte Mary gespielt hat, einfach ungeheuerlich gut. Die hat viele erwachsene Schauspieler an die Wand gespielt. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt in der Jury gewesen wäre, ich hätte den Film nicht so intensiv geguckt wie ihr. Was war für dich das Schwierigste zu bewerten? Dadurch, dass ich das erste Mal ja überhaupt dabei bin, war für mich alles irgendwie schwierig. Man guckt so einen Film dann komplett mit ganz anderen Augen. Also ich finde, schwer einfach. Es ist natürlich schwierig, wenn wir so einen Film gucken, dann gucken wir uns, ach, ist ja schön, schöne Gegend, tolle Kostüme. Aber ihr müsst auch gucken, wie hat die Regie gearbeitet? Wie macht man sowas? Guckt natürlich schon, also einmal auf das Drehbuch, ja, wie passt das alles, baut das alles aufeinander auf. Natürlich als Laie ist man da so ein bisschen, muss man von Null starten und sich das alles mal so ein bisschen aneignen. Und die Regie ist schwierig, man sieht ja nicht, weil die ja hinter der Kamera sitzt mit ihrem Regiestuhl, aber so ein bisschen macht man sich da schon rein drauf, weil man muss den Film wirklich erstmal so ein bisschen sehen und nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde, finde ich, so dann kommt so das Gefühl für den Film, auch im Vergleich zu den anderen, was ist das Besondere, wie ist der aufgebaut worden, wo ist das Konzept dahinter, aber das braucht seine Zeit. Und dann wird da ein Schuh draus. Dost, du bist ja jetzt auch erster Vorsitzender hier von der Freilichtbühne e.V., habe ich das richtig gesagt, heißt so. Waren da für dich Ideen bei, wo du sagst, Mensch, das eine oder andere Stück, Beispiel Die Schöne und das Biest, könnte man hier mal aufführen? Haben wir ja schon gemacht. Da bin ich raus. Wann war das denn? Das ist vor 3 Jahren gewesen. Ja, so alt bin ich noch nicht. Kannst mal sehen. Nee, da haben wir auf jeden Fall hier Die Schöne und das Biest gemacht und war ein guter Erfolg bei uns hier auf der Bühne. War auch so ein bisschen an Disney angehaucht, also auch so wie der Film, also nicht so wie der Film jetzt hier war, den wir gesehen haben, aber so wie die Zeichentrickfassung ist, so war unser Stück hier auch schon so gemacht. Ich habe in dem Stück sogar selber mitgespielt. Das Biest? Nee, das Biest war ich nicht. Das warst du doch, hast du selber erzählt. Nein, ich war die Kaffeekanne, die Zitterne.
Was hast du gespielt? Ich habe da in dem Stück den Kerzenleuchter gespielt. Den Zeig mal wie. Das hat man einfach ganz einfach. Man hatte auf den Armen zwei so Lampenschirme, da haben wir eine Taschenlampe reingebaut. Ja, also man muss dann ja schon. Ein Moment mal eben, ich kriege gerade eine Anweisung von der Regie oben, dass die. Ja, okay, können wir so machen. Alles klar. Die Jury muss aus dem Film, den ihr für am besten bewertet habt, ein Stück gleich vorspielen. Gute Idee oder nicht? Bei dir wissen wir das schon, ich bin so klein Mädchen. Was war dein Favorit? Ja, ich hab's da gerade schon vorgemacht, oder? Okay, ich danke euch auf jeden Fall. Vielleicht sehen wir euch nächstes Jahr hier wieder bei den nächsten Filmfestspielen. Bleibt ruhig hier bei mir und jetzt möchte ich ganz herzlich mit einem Applaus von euch verlieben, den stellvertretenden Landrat Josef Kläne vom Capitol Center Lydia Stundebeck und von Regio TV Karl Bücker zu mir bitten. Bitte schön, einen riesen Applaus! Dann kann ich nämlich besser lesen. Ich habe es mir jetzt in großer Schrift, damit ich meine Brille nicht aufsetzen muss. Fangen wir mal an mit Lydia. Lydia vom Capitol Center. Capitol Center Lohne heißt es richtig. Wie wichtig ist das für dich, dieses Event mit Regio TV zusammen zu organisieren? Ja, das ist eine sehr schöne Sache, weil es für uns auch mal was Schönes ist, nicht immer nur im Kino zu sein, sondern auch mal hier draußen. Und wir kriegen ja auch von den Kunden ganz viel Feedback, dass es total schön ist mit der Atmosphäre und dass sie jedes Jahr immer fragen, ist denn wieder das Open-Air-Kino? Und das ist eine schöne Sache, dass wir das mit Karl zusammen immer machen. Diese vier Filme, die wir jetzt gesehen haben, beziehungsweise drei haben wir gesehen, einen, den wir heute noch zu sehen, liefen die auch bei euch? Begabt haben wir noch nicht gezeigt, den hatte ich dann extra nicht in unserer besonderen Filmreihe oder in der Ladies Night genommen, da ich dachte, möchte ich den exklusiv hier mal spielen. Die anderen haben wir schon bei uns auch gezeigt. Ladies Night, was ist das denn? Darf ich da nicht herkommen? Ja, ausnahmsweise schon, aber eigentlich. Wäre ich der Einzige. Der Hahn im Korb. Ja. Herr Kline, normalerweise duze ich jeden, den ich vor der Kamera habe, aber bei so einem Amt kann ich das nicht machen. Dann sollte man das beibehalten. Ich bin der Tommy. Ich bin der Josef. Josef, herzlich willkommen. So soll es sein. Aber kommen wir noch mal zum offiziellen Teil. Wie wichtig ist das für den Landkreis, dass so eine Veranstaltung im Landkreis stattfindet? Ja, zunächst mal schönen Abend und herzliche Grüße vom Kreistag und von der Kreisverwaltung des Landkreises Vechta. Aber das ist schon sehr wichtig für den Landkreis Vechta und unterstreicht einmal mehr auch welche kulturelle Vielfalt wir im Landkreis anzubieten haben. Einzelnen Kommunen natürlich auch, aber auch der Landkreis, aber was hier auf der Kranichbühne in Lohne selbst muss geschehen, weil Filmfestival war ich bisher noch nicht, aber ich bin ehrlich und sage das einfach so. Aber wir hätten es eh rausgekriegt. Aber bei den Vorführungen auf der Kranichbühne schon und das ist schon eine ganz besondere Veranstaltung hier, was hier in Lohne abläuft. Da muss ich mal Hut vorziehen, alle, die sich dann irgendeiner Form daran beteiligen. Ja, das ist doch ein Riesenapplaus wert. Ich sagte, ein Riesenapplaus, das geht doch besser, oder? Wenn für euer Landkreis hier. Jetzt haben wir hier noch den Intendanten von Regio TV, Karl Bünker. Der hat einen Briefumschlag in der Hand, da kommen wir aber gleich zu. Karl, die 8. Filmfestspiele, gibt es auch die 9. Wahrscheinlich schon. Wie wichtig ist es für dich mit dem Capitol-Kino diese Zusammenarbeit? Die ist ziemlich wichtig, weil viele, viele arbeiten. Rein können ja, von meiner Seite abgewiesen werden, weil Lydia macht einen guten Job. Sie holt alle Filme mehr oder weniger ran, die wir uns dann in einem sogenannten Streitgespräch aussuchen, weil wir suchen die Filme innerhalb eines Jahres aus. Wir versuchen natürlich auch jedes Genre irgendwie zu bedienen. Und dann sitzen wir dann mal so eine Stunde, kann auch länger dauern, bevor wir dann halt die richtigen Filme, die wir meinen, dass das die richtigen Filme sind, herauszufinden. Ja,
Genau, das kann schon mal dauern und dann schreiben wir auch mal. Das ist auch nett und schön. Und wenn es so mal im Mediathek ist, dann gibt es einfach mal so im Nachhinein, ja, den und den Film, ja, und so. Und dann haben wir halt mal so ein kleines Disput für das kommende Jahr. Jetzt bin ich ja erstes Mal hier in Lohne auf der Bühne und darf diese wunderschöne Veranstaltung moderieren. Mal gucken. Wenn ich beim nächsten Mal, im nächsten Jahr dabei sein möchte oder darf, ich wollte ja eigentlich, ich habe ihn gefragt, was kann ich machen, wie kann ich helfen, ich wollte eigentlich als Zuschauer hier sein und da hat er gesagt, nee, geh mal da vorne hin. Aber wenn nächstes Jahr die 9. Filmfestspiele stattfinden, darf ich dann auch sagen, ich möchte den und den Film mal gerne sehen? Nee, das geht gar nicht, weil das ist die Aufgabe von mir und von Lydia, da kommst du nicht mit rein. Lydia, wenn ich jetzt nächstes Jahr wieder die 9. Filmfestspiele moderieren darf, darf ich dann auch sagen, ich möchte den oder den Film gerne dabei haben? Sagen darf man das immer, ob es hier lieber noch zeigen, ist die andere Frage. Gut, das hat nicht geklappt. Also, ja, kannst du nicht mal kurz was sagen, weil er wollte bei den Bands schon immer mitspielen und mitsingen. Durfte er nicht. Bei der Jury wollte er mit dabei sein, ging nicht. Und das dritte ist, jetzt willst du mal einen Film machen, das geht auch nicht. Also, ich finde das nicht gut. Bleib bei der Moderation mit. Ja, wenn ich das zumindest einigermaßen gut mache. Ich höre das. Dankeschön. Dankeschön. Karl, du hast ja was in der Hand, das ist die sogenannte Macht. Da drin ist wohl der Gewinner, das ist jetzt unser Notar Karl Bünker. Die Leitungen sind jetzt geschlossen. Ne? Also das Juryurteil ist fertig und wie geht es jetzt weiter? Ja, jetzt geht es weiter, dass Herr Kleene dieses solches. Josef. Josef darf das dann jetzt hier veröffentlichen. Ja, welcher Film dieses Jahr gewonnen hat, also 2017. Ja. Dann würde ich sagen, Josef als stellvertretender Landrat, Josef Kleene. Kleene schaut jetzt nach, welcher Film 2017 die 8. Filmfestspiele gewonnen hat. Also jetzt wird es zwei Personen. Das war vorhin im Gespräch schon das Geheimnis. Karl Bünker wusste das natürlich, aber obwohl ihn alle gelöchert haben, er hat es nicht erzählt. Und der Zweite, der schauen darf, bin ich denn und das ist eine ganz große Ehre für mich. Danke dafür. Dann schauen wir mal, wer es geworden ist. Ja. Jetzt geht er weg, dreht sich um. Wir könnten so lange einen gespielten Witz machen. Palim, Palim. Das war also schon ein bisschen her. Ne? Eine Flasche Pommes. Ja, Sieger. Und ich glaube, wir haben vorhin gehört, wie schwierig das für die Jury gewesen ist, welche Arbeit sie gemacht haben. Insbesondere, wenn man sowas das erste Mal macht. Ich glaube, dafür müssen wir uns auch mal ganz herzlich bedanken. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Applaus wert. Ja, und Sieger ist geworden, mein Blind Date mit dem Leben. Bravo an mein Blind Date mit dem Leben! Also es ist nicht so, dass er irgendwas aus den Fingern gesaugt hat. Ich muss jetzt aber nochmal mit der Jury, darf ich da nochmal dazwischen. Jochen, du hast ja gesagt, das ist dein Favorit. Nein, ich habe gesagt, begabt, die Gleichung ist Leben. Ich fange nochmal an. Jochen, du hast ja gesagt, das ist dein Favorit. Also man soll ja mit den Wölfen heulen, aber ich bleibe dabei. Mein Favorit war der erste Film. Und dein Favorit war? Also ich hatte den Film, den wir heute Abend sehen, mit als Favoriten, beziehungsweise mein Blind Date mit dem Leben. Mein Favorit war natürlich der Film, wo ich mitgespielt habe, von gestern. Ich war die Kaffeekanne, ne, die Schöne und das Biest. Dann ein Riesenapplaus für den stellvertretenden Landrat Josef Kleene, Julia Stumpenbeck, Karl Bünker, Thomas Olberding und Jochen Steinkamp. So, und bevor wir jetzt mit dem Film anfangen, muss ich mich bedanken bei einigen Leuten, die hier mitgemacht haben. In erster Linie natürlich ans Capitol Kino Center, Lydia und Dieter, sowie von Lego TV an Karl Bünker. Dann möchte ich mich bedanken bei Sidekicks, Thomas Kuhlmann und Jürgen Wilkens. Die haben ja die ersten beiden Tage hier gespielt. Felix und die Rasselbande, ein ganz besonderen Dank
geht an das Team hier vor Ort von der Freilichtbühne oben, die Techniker. Ihr macht einen super Job. Vielen, vielen lieben Dank an alle Sponsoren. An die Jury und natürlich an Movie Screen, an Olli Stolpe, der immer dafür sorgt, dass dieses wunderbare Teil hier vernünftig läuft und dass wir den Film auch sehen können, teilweise mit Untertitel, teilweise auch ohne Untertitel. Diejenigen, die gestern hier waren, wissen das. Bedanken möchte ich mich natürlich auch bei Ihnen, an die Zuschauer. Ihr habt mal wieder gezeigt, dass Lohne was auf die Beine stellen kann. Lohne, ihr seid spitze. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns im Fernsehen oder aber auch bei einer eurer Veranstaltungen. Tschüssi!